Was aber mal auffällt, dieses Spiel ist so ein bisschen komisch. Überleg mal. Also gerade Banjo-Tooie ist ja noch schlimmer als Banjo-Kazooie. Mumbo kann nicht richtig reden. Humba kann nicht richtig reden. Die drei Hexen am Anfang, also Gruntilda, Blobbelda und die andere, können nicht richtig reden. Irgendwas stimmt dann auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Also vielleicht Gruntilda noch am ehesten, glaube ich. Vielleicht gibt es im Land von Banjo viele Migranten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Humba das nennen Steini. Hello. Hallo und herzlich willkommen zu Banjo-Tooie, so. Der super schlechtes Schweizer. Wer hat's erfunden? Genau, Ricola hat's erfunden. Ja. Ach, schön. Ich würde sagen, wir gehen mal... Wir gehen mal... Wo gehen wir mal hin? Ja, gehen wir da hin und kannst schon ein bisschen Zielübung. Ja, machen. Zielübung hier, ey. Das wird noch was. Das Schießen wird, glaube ich, echt noch was für mich in dem Spiel hier. Ja, weil Schießen hat doch ein bisschen größeren Wert als im letzten Spiel in dem hier. Ja, definitiv. Na, geh doch. Das ist echt nicht so einfach. Aber zum Glück nimmt es nicht so genau. Ich wollte gerade sagen, du musst damit eh nur die Dinger treffen, ja. Ja, treffen. Ja. Ja. Ja, vor allem das zieht immer wieder so in die Mitte, weißt du, das ist das Nächste, finde ich. Ja, so viel zu nur treffen müssen. So. Ja, von frontal, du hast gerade unten getroffen. An der Frontalkante. So, komm. Gut, offen. Ja. Nein, oh, entschuldigt das. Ich habe die Maus bewegt. Es tut mir leid. Nein. Ja, Wert wieder groß, danke. So, ja, das ist das Problem. Das eine ist ja Capture-Card-Programm und ich nehme aber mit OBS auf, Leute, deswegen... kann es das sein, dass man da manchmal ein bisschen... Wenn ich dumm die Maus in den anderen Bildschirm rüber bewege, sieht man das manchmal. Ja. Da kann ich noch nicht hoch, gell? Ich brauche ein Flugfeld. Ja. Aber du musst doch gar nicht da hoch. Also doch, da ist eine Cheeto-Seite. Ja, da kommst du auch anders ran. Echt? Mhm. Okay. Sobald die Tür da oben offen ist halt. Ich weiß nicht noch, wie man die aufmacht, aber da kommt man auch anders hin. Speichern. Schatzkammer. Hallo, Lies, ne? Was hast du? Das ist furchtbar! Ich kann Tagizans unbezahlbares Reliktdingens nicht finden. Es wurde bestimmt gestohlen. So ein Pech. Was kümmert's uns? Die kann man gut ernst nehmen. Hilft Chef Blutterziehen. Ein Puzzler? Ja, wenn das so ist. Großartig, ich öffne euch den anderen Eingang, aber beeilt euch bitte. Der macht das auf. Okay. Ja, genau, der macht das auf, okay. Da kann man auch hinfliegen, ja. Muss man aber nicht. Es ist zumindest nicht so gedacht, tatsächlich. Ich glaube, da kommst du nicht hoch. Da geht's nicht hoch, ne. Da kommt man, glaube ich, auch. Ah, schlimm. Oh, ist hier schon schlimm. Oh. Erste leere Honigwabe. Der Schweizer hat seinen Einsatz verpasst. Ja, mein Hund ist hier gerade, Entschuldigung. Ich habe gerade die Füße ab, also den Fuß abgeleckt. Ich glaube, wir müssen da doch hinfliegen, Henny. Ja. Nein. Du musst dich da doch nur herhangeln. Hast du den Schlitz nicht gesehen? Ja, aber ich habe das Hangeln noch nicht. Oh, das findest du auch in der Welt hier. Ja. Ich glaube, da muss ich, glaube ich, erst mit Mumbo. Ja. Ja, wir müssen erst zu Mumbo. Steinball können wir auch noch nicht machen, also. Ist eigentlich vorgeschrieben, dass wir jetzt zu Mumbo müssen. Ja, Steinball ist so mitten das letzte, glaube ich, was wir machen, ne? Glaube ich. Nee, ja, jein. Also, muss man nicht so machen, aber sollte man, kann man. Du hast ein Glaubbock gefangen, Krim. Man sagt, sie haben magische Kräfte. Kräuterkräfte, wie Ricola. Magische Kräfte. Ja, Magie. Öffne die großen Steintore mit der mächtigen Goldstatue. Ja, das wollten wir ja gerade machen. Mhm. Ja. Jetzt kommt's. Seine Höhle hat sich ein bisschen verändert hier. Ja, stimmt. Ah, Bär und Vogel endlich hier. Mumbo, bester Schamane im Spiel. Also hat neuen Schädel gebaut. Mumbo auch wollen helfen. Aber du erst müssen finden Zauberwesen namens Globo. Wir haben einen Globo.
Ein bisschen Zauberwesen geben, um müssen Zauberwesen geben, Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Alter. Wenn Jenny. Alles immer selber. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Lux Kompensator. Wer findet das Mumbo da schnell? Lux Kompensator. Ja, gar nicht random. Das ist diese. Du weißt ja, woher das kommt. Ah, Mumbo, ich werde ein Held. Drücken, X. Drücken X für mächtig Schamanenstock, Zauber, Dingens. Mich auf Zoom zurückbringen, wenn Bär und Pockel wieder sein wollen. Oder ja. Sterben. Sterben alternativ auch gern, aber nicht so gut. Ja. Ja, quasi, ne? Das ist so cool. Ich hab's einfach so gefeiert, dass man einfach Mumbo selber spielen kann in diesem Spiel. Wenn auch nur, naja, begrenzt, sag ich mal. Also man kann nicht überall hin. Und naja, er ist auch nur zu ein paar Sachen gut. Aber man kann ihn spielen. Aber man kann ihn spielen. Ziemlich cool. Er kann sogar schwimmen. Wenn ihr mich fragt. Ja. Da ist übrigens auch noch ein Jinjo, ne? Ja, das weiß ich. Am Fluss. Ja. Und da oben auch, auf dem Stadion. Ah ja. Drücken B für mächtig Zauber. Für mächtig Mumbo Zauber. Hoffen, das funktionieren. Was man aber auch gleich dazu sagen muss, Henny. Der Song ist auch so cool, ja, was denn? Boah, der ist vor allem im Vergleich sau laut zum Rest vom Game. Echt jetzt? Ja. Okay. Ich warte mal, bis der Song vorbei ist, okay. Gut. Was man auch dazu sagen muss, ist halt, dass. Wie er sich anschaut. Mombo Magie, lass einen goldenen Goliath auferstehen. Magie dauert nur kurze Zeit. Wenn wieder ich sein wollen. Statue zu seinem Platz bringen und im Bett drücken. Ja. Oder Zeit ablaufen lassen. Genau. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und du kannst die Dinger kaputt treten, diese Bärdinger. Ist aber nicht nötig eigentlich. Genau. Ist runter. Ja, weil die eh wieder da sind, wenn ich das nächste Mal durch eine Tür gehe. Aber einfach mal, um es zu demonstrieren. Nee, eben nicht. Nicht? Oder? Doch. Ich glaub, oder? Doch. Ich meine schon. Ja. Also jedenfalls, jede Welt übrigens befasst sich mit einem Zauberthema. Hier ist es Wiederauferstehung, glaube ich, ne? Ja. Oder wie hieß das? Nein, Vitalisierung. Vitalisierung, ja. Also, okay. Also Beleben von toten Dingen. Nee, sieht man das, ja hier. Das stimmt nicht. Ja, nein, mit. Von Gegenständen. Ja. Das ist der Punkt. Genau. Das ist halt ziemlich cool. Es gibt halt teilweise mehrere Mumbo-Zauber und sowas. Aber, jede Welt ist so ein bisschen separiert. So, das haben wir jetzt gleich genutzt. Wir haben uns gleich das Puzzleteil geholt, genau. Das man nur mit dem holen kann. Ich glaube, mehr kann man auch mit dem nicht machen. Wenn ich mich richtig sehe. Ja, deswegen bin ich auch gleich rein, dass wir den nicht nochmal brauchen. Und die Katze treten. Ja, danke. Das wollte ich noch machen mit meiner Restzeit. Guck, da würdest du den Move jetzt finden. Mombo Maki jetzt zu Ende. Oh. Ach ja. Jetzt haben wir auch die Flugplatte freigelegt. Genau. Und Mumbo hat übrigens auch weniger Energie als Banjo und Kazooie. Schau, da ist der Kopf wieder, den habe ich kaputt gemacht. Ach ja, guck mal. Ach stimmt, ja, habe ich ja eben noch gerade noch gesagt, am Ende vom letzten Part. Mhm. Ja? Dass die Gegner wieder spawnen. Ja. Ja gut, also es bringt im Grunde geil, sie kaputt zu machen, weil die kommen eh wieder. Ja, also die bringen wirklich gar nichts, weil die sind ja dann sofort wieder da. Und aber der Statue also können sie eh keinen Schaden machen. Eben genau, man kann sie ja eh deaktivieren, wenn die einen zu sehr nerven, was in der Regel nicht passieren sollte. Naja. Ja, so heftig zielen die jetzt auch wieder nicht. Nee, eben nicht. Also die predicten schon ein bisschen, aber ist einfach das schon ist zu linear, sonst das weiß ich nicht. Na komm. Triff den Stuhl los. Oh. Dieser Ton. Oh. Ach ja. Der ist traurig, dass er nicht mehr mitspielen darf. Oh ja. Mach's gut, ich schau mich hier nochmal genau um, weil in diesen Höhlen ist gern mal was versteckt, aber nur in zwei. In der ersten noch nicht. In drei, wenn man den geheimen Durchgang noch mitzählt, der in... Den hab ich mitgezählt. In welcher Welt denn? Jolly Rogers Lagune und... Spoiler nicht die Welten. Ja, was? Ja, doch. Komm, wir kennen's doch eh. Also in Welt 4 und in Welt 7. Ne? Also in der Welt mit den zwei verschiedenen Seiten. Oder?
Noch irgendwo? Wo hast du denn jetzt noch gedacht? Feuer, Lava. Ja, das war die Welt mit den zwei verschiedenen Seiten, das meine ich doch. Mit den zwei verschiedenen Seiten? Ja, ich wollte halt nicht spoilern. Jetzt hast du so eh gespoilert. Naja, Gobi hat es im ersten Teil gespoilert. Ja, gut, das stimmt. Tauch halt runter, Alter, die Wassersteuerung. Hier ist es wieder, umgekehrt als wie bei der N64-Version. Wenn ich hochlenke, gehe ich hoch und nicht runter. Hm. Also muss ich jetzt dran denken, dass ich nach unten lenke, wenn ich runter will. So ein Scheiß. Na, hier ist es im Grunde richtig, theoretisch. Ja, aber ja. Das ist ja halt bei vielen anders, alten 3D-Jump'n'Runs eigentlich so gewesen, dass das invertiert war. Ja, klar. Ja, die sind echt lahm, die Dinger. Wow. Gockelgang. Yeah. Gockelgang mit der Gockelgang. So, den hauen wir mal kurz weg. Ja. Boom. Die sind eh dumm, die Gegner. So. So, 35 Noten brauchen wir, haben wir locker. Ja, ein bisschen mehr sogar. Fast das Dreifache. Ja, gut. So, sonst daran wird es mangeln. Vorspügelchen, du kannst hangeln. Bewege dich einfach immer weiter. Mit X attackierst du dann ganz heiter. Das ist dann alles. Das wird noch zu weggetreten. Gut. Das wird ja noch zu gut. Hier ging es jetzt gerade noch so. Genau, jetzt können wir uns nämlich festhalten und abhängen. Ja. Das ist halt echt cool. Hiervon gibt es nur drei, genau. Das ist echt was, das habe ich dann in Banjo-Kazooie vermisst, nachdem ich Banjo-Tooie gespielt habe. Aber weißt du, was ich gerade mal merke? Hm. Der weiß ist gar nicht da. Der ist gar nicht in dieser Welt. Der weiße Jinjo ist nicht in dieser Welt. Ich habe es noch nie gehabt, dass der weiße Jinjo nicht in der ersten Welt kam. Nicht? Nee. Deswegen bin ich fest davon ausgegangen, eigentlich, dass er in der ersten Welt festkommt. Der war immer einer steht noch auf dem Steinballstadion, gell? Ich der ist so grün. Na so, habe ich nicht drauf geachtet, weiß nicht. Ich schon. Das ist komisch. Crazy shit. Das habe ich echt noch nie erlebt. Krass. Wir gehen jetzt das erste Mal hier hoch. Na gut. Dann ist es wohl doch Zufall. Oder ist es halt in der Xbox-Version anders als in... Keine Ahnung. Ja, aber warum sollten sie das ändern? Keine Ahnung. Einfach um es noch ein bisschen anders zu gestalten vielleicht. Keine Ahnung. Jetzt habe ich mich aber ganz langsam bewegt. Ja, noch langsamer. Du dachtest, du könntest Slumas Gold stehlen, während er schläft. Ehrlich gesagt, ja. Du bist nicht leise genug, Bär. Oh. Boah, kotzt es wieder aus, geil. Exzellent, sie haben sich verzogen. Muss weiter schlafen. Ja. Ja. Weiß doch auch nicht. Also kann man einfach hinspringen? Ich weiß es nicht. So langsam als so geht wirklich nicht. Ja, das ist schon mal schlecht, wenn du stehen bleibst, weil... Das ist meistens schon ziemlich schlecht, aber es geht echt gut anscheinend mit dem Ding. Ja, es ist auch gerade wirklich an der Grenze. Und jetzt schläft er einfach, schau, jetzt kann ich rumtrampeln, wie ich will. Du kannst ihn aber, glaube ich, nicht berühren, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube auch, ich glaube, dann kriegst du Schaden. Dann springst du mal so weg. Und da kannst du ein bisschen rumklettern, ich glaube, da hinten mal eine Seite. Ja, an beiden Seiten ist, glaube ich, was. Oh ja. Ich schau mir beide Seiten mal an. Ein Stück weiter hier vorne. Ja, da unten ist es. Na, komm. Ja. Ist cool mit diesen Abhängen eigentlich. Das ist eigentlich schon. System, ja. Drückst du den linken Stick nur leicht, dann kannst du leise auf Zehenspitzen gehen. Noch recht. Ja, toll. Hätte ich nicht gedacht. Danke für den Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis! Penny the Explorer. Das war eigentlich bloß klug, schlau und schlau, aber gut. Mhm. Ja. Fabi hat's nicht so mit Denken. Vor allem, wenn's nicht um, wenn's um schlechte Kinderserien geht. Ja. Aber hey, so schlecht war das, glaube ich, gar nicht. Das war, glaube ich, echt lustig. Oh, wir haben die Attacke noch gar nicht, gell? Oder? Probier mal, B zu drücken. Ah, doch, die hat man anscheinend von Haus aus. Okay. Hatte, glaube ich, sogar dazu gesagt, direkt mal. Genau, es gibt nämlich hier auch kleine Gegnerchen.
die dessen Kopf einfach zermatscht wird. Die können noch sehr nervig sein. Ja. Vor allem, weil die teilweise halt nicht immer so deutlich zu erkennen sind. Ja. Manchmal sind die gut versteckt. Cheeto Seite Nummer 2. Ja. Ja. Au. Na, das war schlau. Als du nur gehst irgendwo zu Jamjars und der hält dich wieder auf. Also, ja. Das geht ja. Oder du stirbst einfach, weil in diesem Spiel hat man unendlich Leben von Haus aus. Und man verliert die Noten nicht. Genau, man verliert generell gar nichts. Außer höchstens die Ehre. Dafür ist es vom Schwierigkeitsgrad schon mehr als bei ja. Banjo-Kazooie. Also es gleicht sich mehr oder weniger wieder so aus. Außerdem ja, sind genau. die Laufwege zum Teil nervig genug. Richtig. Und hier hinten hören wir schon wieder was. Also man kann dieses Slowbo-Viech immer lachen hören. Ja. sollen wir schon? Oh. Ja, komm. Ja. Wer ist das denn? Wie sprichst du, Bilder? Bumbas Wickmann. Großes Willkommen an kleinen Bär und Vogel. Ich bin Banjo. Das ist meine gefiederte Freundin Kazooie. Ich sein Humba Wumba. Beste Zauberperson auf ganze Insel. Ich glaube, da streiten sich bald zwei. Man hat uns gesagt, Mumbo wäre der Beste. Nicht wahr? Mumbo Amateur. Wumba Beste. Du bringst Lobo Zauberwesen zu mir. Du haben Lobo wollen es Wumba geben. Nö. Oder? Nee, heben wir uns auf. Natürlich. Ich werfe es einfach hinein. Aber weißt du, was es zu tun hat? Naja, gut. Zauber fertig. Spring in den Wumba-Becken. In die Plöre. Ja. Was aber mal auffällt, dieses Spiel ist so ein bisschen komisch. Überleg mal. Also gerade Banjo-Tooie ist ja noch schlimmer als Banjo-Kazooie. Mumbo kann nicht richtig reden. Humba kann nicht richtig reden. Drei Hexen am Anfang, also Gruntilda, Blobbelda und die andere, können nicht richtig reden. Irgendwas stimmt da doch nicht, oder? Ich weiß nicht. Also vielleicht... Gruntilda noch am ehesten, glaube ich. Vielleicht gibt es im Land von Banjo viele Migranten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wumba das nennen Steini. Du linken Stick betätigen, um zu bewegen. Ach, echt? Und drücken X, um attackieren. Wie viel stark Rambock. Springen wieder in Wumba-Becken, wenn wollen wieder Bär und Vogel sein. Ja. Oder einfach aus der Welt rausgehen, glaube ich, oder? Ja, ist, glaube ich, wie beim anderen. Da verwandelt sich dann auch zurück, wenn du zu weit weg bist. Ja, genau. Also, hier hält es aber ja. halt in der gesamten Welt. Diese grauen Dinger, die ihr schon mal ein paar Mal gesehen habt, vielleicht. Mit denen können wir jetzt reden. Genau, mit denen kann man nur reden, wenn man Steini ist. Und da dann. Bist du? Ich muss nur eine Stimme überlegen. So. Kommt sie von der Strecke auf selbe. Ja. Bist du die, die Steindinger sprechen? Weil ich glaube, wir geben auch nur Tipps. Ja. Ich muss mir noch eine Stimme überlegen, deswegen habe ich keine Ahnung, was ich da machen kann. Ja, das geht echt noch vielleicht. Hier sind die Schussteile jetzt nervig, weil der langsam ist. Ja, genau. Ja, wir wären jetzt, wenn wir kein Steini wären, hier nicht reingekommen. Übrigens. Okay, dann spreche ich dir. Ich habe doch eine Stimme gefunden. Okay. Mal ein bisschen ausprobieren. Triff die Steinriesen zwischen die Augen. Okay. Ja, die Steinriesen sind diese komischen drehenden Dinger, mit denen diese Schüsse abgeben. Ja, okay. Die haben eben so einen Kristall zwischen den Augen, ja. die für kurze Zeit lernen. Haben wir ja schon einmal gemacht. Ich weiß. Ich rede dir. Ich bin Banjo, der Steini. Darf ich auch spielen? Ich weiß nicht. Dieser Rucksack kommt mir so bekannt vor. Ja, wovor denn? Willst du damit sagen, wir seien Bär und Vogel und versuchen uns in aufwendiger Verkleidung hereinzumogeln? Ganz offensichtlich. Aber es gibt sowieso zu wenig Spieler. Also macht meinetwegen mit. Ja. Hätte man doch mal hingehen können ohne, ne? Naja, egal. Hier findet man ein Warpfeld. Ja, das heißt, jetzt kommen wir theoretisch auch als Banjo und Kazooie hier rein. Training? Was uns aber nichts bringen wird, also. Ist das Training, okay? Ja. Das ist der Trainingsplatz. Hier dürft ihr die ausgerichteten Spieler, jetzige Trainer, um Rat fragen.
Genau. Muss ein bisschen üben noch, genau. Ja gut, geh mal hoch. Ja, also es, in dem Spiel gibt es hier ein ziemlich cooles Minispiel, wie ich finde. Und zwar das Steinballturnier, wird es hier genannt. Könnte sich FIFA Steinball was von abschneiden. Ja, so ein bisschen. Das ist echt cool gemacht, finde ich. An sich, wenn wir noch sehen, was das ist. Willkommen bei der Meisterschaft im Steinballturnier. Du darfst das Viertelfinale antreten. Aber ich empfehle dir, zunächst dort unten ein wenig zu trainieren. Ja, haben wir schon gemacht. Ja. Aber Leute, ich bin jetzt mal so ein Assi und sag, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und mal schon lange genug jetzt. Also, Ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ihr seid gespannt auf das Steinballturnier. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Banjo-Tooie gespielt habt. Genau. Ja, ob ihr schon mal Banjo-Tooie gespielt habt und was so eure Erinnerungen an das Spiel sind, was ihr gut fandet, was ihr kacke fandet. Und lasst einen Daumen nach oben da. Und schaut beim Handy vorbei. Link ist in der Videobeschreibung gemacht. Best of. Nice. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier auf ZX mit dem Handy und dem Fabi. Auf bald und ciao. Ciao.